Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Wonder. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mich weiterhin auf dieser Reise begleitest. So, wir sind wieder bei Mario, wir sind immer noch im Wölkchengebirge und haben die ersten Level hier abgeschlossen und jetzt geht's hier Rätsel der Verstecke. Okay, Suchtrupp, Rätsel der Verstecke. Es gibt besondere Blöcke, die nur Mario sehen kann. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie alle nicht findest, suche zusammen mit Freunden. Okay. Ja, hallo. Okay. Da bekommen wir auf jeden Fall erstmal einen Pilz, ne? In die Röhre können wir rein. Sehr gut. Damit hätten wir unseren ersten Wundersamen. Ne, nicht Wundersamen, ist es ja nicht. Wundermarken sind es ja. Okay. Und da wäre der erste. Okay. Gut, die haben wir alle. So, wir können hier runter. Da kommen wir nicht rein. Warte mal. Okay. Da war ein Versteckter. Sehr schön. Ich vermute mal, wir können in irgendeine Röhre hier noch rein. Oder hier runter. Okay. Das war Nummer 4. Jetzt fehlt also sozusagen nur noch einer. Wo hat der sich versteckt? Okay, das war Glück, dass wir die Ranke gefunden haben. Alles klar. Wunderbar, da haben wir den Wundersamen erhalten. Ah, das Spiel, das steckt so voller Überraschung. Wahnsinn. Okay, wir haben 9 Stück. Bis jetzt müssten wir eigentlich alles gefunden haben hier. Ja, haben wir. Sehr schön. Dann können wir hier hingehen. Da brauchen wir nur 4 Wundersamen, um diese Piranha-Pflanze von diesem Level zu entfernen. Und dann geht's ab. Angriff der Spießerische. Oder Spießerische. Wir gucken einfach mal. Okay, Schwierigkeitsgrad 2. Wird heftig. Wird echt heftig. Okay. Alles klar. Okay. Weg mit dir. Okay, du fliegst so nach unten. Also abschießen können wir so auf jeden Fall. Boing. Okay, warte mal, dort runter. Ja, da hat es mich erwischt. Schade. Schneller durch. Warte mal. Ah, da hätte ich hochgemusst. Guck mal, da ist so ein Dings da. Das ist vermutlich die zweite, ne? Nee, das ist die erste. Okay. Schnell oder vorsichtig? Wie machst du's? Okay, ich muss ja mal groß werden. Klasse, was ist hier? Da möchte ich gerne ran. Gibt's da die zweite 10er-Marke? Okay. Oh mein Gott. Okay. Großartig. Sehr schön. Die zweite 10er-Marke haben wir. Vielleicht erst. Warte mal, ich brauche dich, oder? Ja. Sehr schön. Gib mir mal. Warte mal, und dich brauche ich wahrscheinlich, um das dort rein. Ah, da gab es auch nichts weiter. Okay. Juhu!
Okay, okay, gut. Warte mal, ist das ein Abgrund hier? Boah, ich weiß es nicht. Ah! Da komme ich nicht rein. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Sollte ich. Boah, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Wie sieht's denn aus hier? Okay, warte mal. Kann ich da hoch? Ja. Da hoch muss ich sogar. Okay. Und was ist das jetzt hier? Oh mein Gott. Das ist so geil. Oh Gott. Okay. Warte mal, dich brauche ich hier dazu. Damit ich da durchkomme. Okay, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Oh mein Gott, der hat die alle abgeschossen. Da komme ich nicht mal lang. Okay, warte mal, da ist er. Ich brauche dich dazu, alles klar. Jetzt bin ich ge. Oh nein. Hab ein Leben verloren. Das hätte ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ich was übersehen habe. Müssen wir das Ganze nochmal machen. Ich könnte natürlich jetzt einen Elefanten nehmen. Bin ich mir aber nicht so sicher, ob ich da... Sind das Bounce-Blöcke? Warte mal. Okay. Nee. Das geht nicht. Okay. Ach du Scheiße. Ich kann ihn nicht mal so kaputt machen. Eieieiei. Okay, warte mal. Dich brauche ich jetzt, um hier durchzukommen. Da geht's nicht rein. Immer noch nicht. Schnell die Wundersamen mal einsammeln. Puh, das hat ja natürlich kein Item mehr, ne? Tja, geht's dort unten rein. Ich bin mir nicht sicher, das sieht... verdächtig aus. Da ist eine Röhre. Okay, gibt es da unsere dritte Münze? Ah, ich brauche dich, damit du den Powerblock auslöst hier. Ja, dritte Münze. Klein Mario kann wieder ans Ziel. Beziehungsweise, ich muss ja noch durch. Ich hab's gesagt, ich muss da noch durch. Warum triggert mich das Level so? Wow,
Warum triggert mich das Level so? Ich habe immer noch Herzklopfen. Aber den Wundersamen brauche ich ja eigentlich nicht wieder. Den Wundersamen habe ich ja, ne? Deswegen kann ich ja eigentlich ans Ziel gehen. Habe ich jetzt auch die dritte Münze? Ja, die hat es gespeichert. Sehr schön. So, schnell hier hoch. Bis bald. Bis bald. Was gibt's hier oben? Ein verstecktes Secret. Moment. Bis bald. Bis bald. Ich hoffe, ich habe hier alles gefunden. Ich habe mich jetzt ziemlich lange an dem Level hier aufgehalten. Ah, wir haben beide Wundersamen bekommen. Also das fand ich jetzt doch richtig... Das fand ich jetzt doch richtig fies, ey. Das ist richtig gemein gewesen. Aber das mit dem Top-Down da von oben drauf, das war schon richtig... War schon richtig nice. Okay. Wir müssen natürlich schauen, ja... Wir haben alles. Super, dann können wir weitergehen. Was haben wir hier? Hm, die Hälfte ist geschafft. Okay. Durch den Schnee kommen nicht viele Kunden. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Wundersamen. Nehmen gleich noch ein paar Leben mit. So. Und natürlich auch noch den ein oder anderen Aufsteller. Bekommen wir was Neues. Peach schwimmend haben wir schon. Ah, hellblauer Yoshi, schade. Mopsi schwimmend haben wir schon. Roter Yoshi, schade. Ah, gelber Hüpfer Yoshi. Und roter Yoshi schwimmend. Gelber Elefantentod. Okay, 35 haben wir bis jetzt. Feuer Luigi. Passt eigentlich. Und Seifenblasen Daisy haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Blauer Tod Pose. Ich würde sagen 2 noch, dass wir 40 voll haben. Mario-Pose und hellblauer Goomba-Yoshi. Sehr schön. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Komm gerne jederzeit wieder, das mache ich doch. Okay, was hast denn du zu erzählen? Was mache ich denn nur hier? Oh, kann man auf dem Weg, der hier führt, wieder wandern? Da bin ich aber erleichtert. Es wurde nämlich blockiert, als wir gerade hierher gekommen waren. Seitdem sitze ich hier fest. Und der Weg weiter nach oben ist auch blockiert. Das ist echt der Gipfel. Apropos Gipfel, wäre schön, wenn man da wieder hinkäme. Vielleicht sollte ich den Ausflug zum Gipfel aufheben. Nein, das kriegt man schon hin. Was haben wir hier denn hier? Das perfekte Timing, Schwierigkeitsgrad 4. Vom Pfahl zu Pfahl, Schwierigkeitsgrad 2. Da haben wir noch eine Kampfparty in der Wölkchenarena. Abzeichen Schwebehochsprung. Und hier brauchen wir neue Münzen. Könnten wir uns sogar schon leisten. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal, ob es hier irgendwo ein verstecktes Secret gibt. Aber ich glaube, das sieht nicht danach aus. Dann geht's ab in diesen Level vom Pfahl zu Pfahl. Und ich muss besser meine Mütze nutzen. Dum 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 dum. Oh, Seifenblasenblume. Die hauen ab. So, weg mit dir. Oh Gott, warte mal, ich brauch dich. Da ist irgendwas versteckt. Jawohl. Okay, warte mal. Warum hältst du dich da nicht fest? Okay, sehr gut. Sehr schön. Und da drüben haben wir eine Münze. Und hier geht's weiter. War das jetzt unsere erste? Ja, das war unsere erste 10er-Münze. Sehr gut. Ich musste echt ordentlich klettern hier. Ich musste wirklich richtig klettern. Dann haben wir sogar schon die Halbzeitplane.
Bekomme eine Blume im Inventar. Okay, wie komme ich da unten hin? Oh mein Gott, okay. Ah, da bräuchte ich einen Couponer. Sehr schön, sehr schön. Das war die zweite. Okay, warte mal, da oben kann ich rein, ne? Oh Gott. Okay, okay, okay. Ach, die kann ich auch nach oben schmeißen, alles klar. Damit erreichen wir die Röhre natürlich auch. Wunderbar. So. Dann geht's hier rüber. Super geklettert. Ich gehe aber wieder. Ich fall wieder runter. Sehr schön. Warum war da der Abgrund? Ich habe echt gedacht, ich könnte da stehen. Oh Mann. Ich habe echt gedacht, ich hätte da stehen können, ey. Aber die Münze haben wir ja eingesammelt. Von daher alles. Von daher alles noch gut. Die ist dann immer so mit. Und ich würde mir auf jeden Fall mein Item gönnen. Hm. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich bitte schön da hoch? Okay, von hier also nicht. Warte mal. Okay. Wunderblume! Gott sei Dank bin ich hochgekommen. Okay, wir versuchen alles so weit wie möglich mitzunehmen. Okay, sehr gut. So, sehr schön. Okay, die verteilen. Die verteilen sich hier ein bisschen. Die ich aber eng gesammelt, denke ich mal. So, dahin. Mal ein bisschen aufpassen mit den Dingern. Oh Gott. Sollte aber, glaube ich, der letzte gewesen sein. So, warte mal, den einen können wir noch theoretisch gesehen da drüben mitnehmen. So. Und dann haben wir unseren ersten Wundersamen in dem Level ganz gut erreicht. Willkommen zurück. So, hier sagt er mir, kann ich nach unten. Okay. Wie komme ich jetzt da nach oben? Einfach dran springen. Okay. Ich dachte schon, das klappt nicht. Aber es hat alles gepasst. Dum, dum, dum.
Bye-bye. Ein weiteres Level sollten wir jetzt zu 100% abgeschlossen haben. Wir schauen natürlich auf die Levelkarte. Oh, da kommt noch was. Schaut mal. Ja. Alles dabei. Ich würde sagen, das hier über den Wolken Verschnauspause, das machen wir noch. Und dann ist leider der Part schon wieder vorbei. Ich muss ein bisschen im Voraus aufnehmen. Deswegen sind die Parts nicht... So. Das haben wir. Das haben wir. Okay. Ich sollte vielleicht erstmal ganz schnell nach oben klettern. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann sollte ich auch den Wundersamen bekommen. Kann natürlich nochmal hier mit der Mütze ein bisschen abspringen. Aber da haben wir einen Wundersamen. Sehr schön. Das Level haben wir auch geschafft. Wunderbar. Echt geil. Echt geil. Gut, dann können wir im nächsten Part weitermachen mit... Wird das da unten oder hier oben? Ich würde sagen, wir bleiben noch bei Mario und schauen uns hier das perfekte Timing an. Das hat eine Schwierigkeit von 4 Sternen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.